Hallo zusammen, wir sind Glasperlenspiel. Wir haben gleich unsere Vertretungsstunde in der 10. Klasse hier und da freuen wir uns schon riesig drauf zum Thema Respekt. Ich wollte ja mit euch jetzt einen Mathe-Test schreiben. Unangekündigter Mathe-Test. Unangekündigter Mathe-Test, aber das durfte ich nicht. Wir haben gedacht, wir quatschen mit euch ein bisschen über das Thema Respekt. Wem von euch ist es denn wichtig, respektvoll behandelt zu werden? Handzeichen? Werden wahrscheinlich alle sein. Und zwar wollte ich gerne mit euch ein paar Begriffe sammeln oder einfach, was euch zu dem Wort Mobbing einfällt. Dann lass uns mal drüber reden, ob ihr vielleicht schon so solche Fälle mitbekommen habt und was ihr glaubt, wie man darauf reagieren sollte, wenn man sowas mitbekommt. In meiner Grundschule haben immer die Größeren so einen Kreis um die Kleineren gebildet und die hin und her geschubst. Und das haben die Mobbing-Kreis genannt. Und gab es da irgendjemand, der das gesehen hat und einfach weggegangen ist? Und also wahrscheinlich haben es alle mitbekommen, aber niemand hat was gesagt, oder? Die meisten Lehrer haben nichts gesagt, irgendwann hat meine Klassenlehrerin dann was gesagt. Ja, gebe ich dir voll recht. Also es ist immer die leichtere Methode, auf jeden Fall zu sagen, wir schauen da nicht hin. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich schwer ist, wenn da eine ganze Gruppe steht. Sie wollen ja immer diesen Respekt, also von dem Opfer dann halt haben. Also man schlagt ihm das Opfer und sagt dann, du musst mich jetzt respektieren und so. Wer glaubt ihr denn, was sind das denn für Personen, die mobben? Wie fühlen die sich oder wie sind die drauf? Naja, die sich immer anstrengen, so zu sein wie alle anderen und beliebt zu sein. Und wenn dann jemand so aus der Reihe tanzt, dann geben die das weiter, was sie selber mitgekriegt haben. Niemand von euch kann mir erzählen, dass er noch nie irgendeine andere Person gestichelt hat oder so. Das heißt, man muss sich immer dessen bewusst sein, auch wenn man es vielleicht aus Scherz meint, was man dem anderen vielleicht antun könnte. Deswegen ist es auch, glaube ich, immer wichtig zu reflektieren. Wie du schon richtig gesagt hast, alle haben schon mal irgendwie Scherze oder kleine Sticheleien gegenüber seinen Freunden gemacht oder gegen Leute, die man kennt. Und das ist immer die Frage natürlich, ab wann ist es Mobbing? Ab wann ist es wirklich so hart, dass es einen Menschen quasi irgendwie belasten kann oder auch tatsächlich psychisch irgendwie fertig machen kann? Freundschaft fließt aus vielen Quellen, am reinsten aus dem Respekt. So, vielen Dank und behandelt euch respektvoll. Ich hab euch so vermisst, ihr habt mir so gefehlt. Hab euch lang nicht gesehen, hab so viel zu erzählen. Ich fand, an sich ist es wichtig, das halt mal zu thematisieren. Andererseits war es halt für mich auch, also für mich ist nichts Neues. Also ich fand es sehr gut, weil sie genau die Themen angesprochen haben, die ich sehr wichtig fand. Ich würde ihnen, sagen wir, eine 2+ geben. Zu einer 1 reicht es nicht ganz, das müsste ganz perfekt gewesen sein, ja. Und das geht natürlich nicht. Also es war ganz schön aufregend. Wir hatten halt das war halt ein bisschen was Neueres. Also ich würde denen eine 1- geben. Eigentlich fand ich eigentlich alles sehr gut, bis auf, dass wir halt nicht so viel Zeit hatten. Zwischen 2 und 1- halt. Also ich wollte das schon immer mal machen. Habe mich immer gefragt, wie fühlen sich Lehrer, wenn sie unterrichten. War auf jeden Fall sehr cool. Die haben super mitgemacht und ich hatte eine Menge Spaß. Doch, die waren super nett. Wir hatten ja sogar 2 Klassen und waren hier in der Aula und dann waren die Lehrer davor noch so, oh, jetzt habt ihr es aber schwierig mit 2 Klassen. Und ich so, oh, ja danke, vielen Dank, dass ich jetzt noch ein bisschen mehr Angst habe.